Von Super Mario zu Donkey Kong. Wenn es um Videospiele geht, denken die meisten an eine Marke. Es gab eine Zeit, da hat niemand gefragt, mit welcher Konsole du spielst. Jeder liebt Nintendo. Die haben die Industrie für immer verändert und Videogames erst cool gemacht. In Japan sind die Nintendo-Helden nationale Kultfiguren. Trotzdem droht dem japanischen Spielegiganten plötzlich Game Over. Wir bekamen keine guten Bewertungen von den Usern. Das frustrierte die Macher und das wiederum hat unsere Hardcore-Fans beunruhigt. Erfolg und Misserfolg liegen bei Nintendo immer dicht beieinander. Die Story der Spielefirma gleicht einer Achterbahnfahrt. Seit den 70ern dreht sich in Japan alles um modernste Elektronik. Tokio ist ein Mekka für Spielefanatiker. Alle sind besessen von Anime, Manga und Videospielen und natürlich von Nintendo. Die beliebtesten Verkleidungen sind Mario-Kostüme. Die Spiele und Charaktere wurden für Kinder entworfen, aber Erwachsene mögen sie auch. Die Kinder schrien Mario und wir winkten uns zu. Ich bin mit diesem Spiel aufgewachsen. Es ist lustig, mit dem Kostüm im wirklichen Leben Mario zu sein. Was haben diese schrillen Typen nur an sich? Wir tun das, was jeder als Kind gern getan hätte. Man erlebt seine Kindheit wieder. Mario und Luigi sind Kult. Von Videospielen über Filme, Spielzeug, Fanartikel und so. Und dann gibt es noch die Hardcore-Fans. Von dem riesigen Haufen Geld, das ich in den letzten Jahrzehnten dafür ausgegeben habe, hätte ich mir locker ein Haus kaufen können. Isao Yamazaki ist Nintendo-Sammler und Autor. Er hat fast 7000 Nintendo-Produkte gesammelt. Im Vergleich zu anderen waren die Grafiken von Nintendo schön. Und während andere Konsolen Joysticks hatten, waren die Steuerelemente von Nintendo Crosskeys. Damit konnte man viel leichter spielen und sie waren sehr familienfreundlich. Die Leute waren irgendwann besessen davon. Eines von Isaos liebsten Sammlerstücken ist die originale Spielekonsole, die zum Nintendo Entertainment System wurde, bekannt als NES. Nintendo-Spiele waren viel lustiger als die anderer Firmen. Nintendo ist ein Spielzeugmacher und sie wussten, was Spaß macht. Es gibt einen Eject-Knopf. Wenn du den drückst, floppt die Spielekassette raus. NES kommt 1983 auf den Markt und ist Nintendos Durchbruch. Schon im ersten Jahr verkaufen sie 2 Millionen Konsolen. Das katapultiert die Firma in die Pole Position. From Nintendo, now you're playing with power. Ich habe NES gespielt, als ich noch ein Kind war. Und ich habe die Nintendo-Spiele geliebt. Ich bin sozusagen mit ihnen aufgewachsen. Klar, es gab da auch noch die PlayStation. Aber ich mochte Nintendos Philosophie lieber und irgendwann wollte ich auch ein Teil dieses Teams sein. Deshalb beschloss ich, für das Unternehmen zu arbeiten. Motoi Okamoto wird Spieledesigner und später Game Director bei Nintendo. Nintendos Philosophie ist eigentlich total einfach. Sie wollen möglichst viele Menschen aller Altersstufen erreichen. Nintendo entwirft Spiele, die nicht nur Hardcore-Spieler genießen können, sondern die auch Gelegenheitsspielern von Großeltern bis zu den Enkeln Spaß machen.
NES ist der Durchbruch. Damit gewinnt Nintendo weltweit Anerkennung. Bis dahin kamen und gingen die Spiele. Ihre Lebensdauer war kurz, aber NES war beispiellos. Jedes Jahr kamen neue Spiele dazu, die Hits wurden. Nintendo Entertainment System hat den Spielemarkt etabliert. Super Mario Brothers. Wie schafft es Nintendo, zu dem Giganten zu werden, dessen Name heute ein Synonym ist für Computerspiele? Die Firmengeschichte beginnt vor mehr als 100 Jahren. Nintendo stellt Hanafuda-Karten her, ähnlich der westlichen Spielkarten. Lange beherrschen sie damit den Spielemarkt. Aber in den Swinging 60s kommen Karten plötzlich aus der Mode. Neue Geschäftsmodelle müssen her. Doch von Hotels über Taxis bis hin zu Staubsaugern, alles geht schief. Bis Nintendo in die Welt der Videospiele stolpert, dank dem Spielzeugdesigner Yokoi Gunpei. Yokoi kommt 1965 zu Nintendo, um die Produktion der Hanafuda-Karten zu leiten. In seiner Freizeit erfindet er einen beweglichen Spielzeugarm, der nicht nur das Management begeistert. Seine Ultra Hand wird ein Riesenerfolg. Yokoi erfindet immer mehr Spielzeug und wird einer der ersten Nintendo-Spieldesigner. Als Yokoi in die Firma kam, begann Nintendo, originelle Spielzeuge zu machen, die nicht nur Kindern, sondern plötzlich auch den Erwachsenen gefielen. Yokoi ist der Kopf hinter Nintendos Anfangserfolgen, von Game & Watch über Donkey Kong bis zu Mario. Seine kreativen Visionen haben die Videospielindustrie revolutioniert. Gunpei war ein echter Spielzeugmacher. Jeder in dieser Branche weiß, dass es um Games und Konsolen geht. Aber er kam aus der Spielzeugbranche und hat nicht mit der bestehenden Industrie gewetteifert. Das war Nintendo. Die haben immer anders gedacht. Sie gingen schöpferisch an die Dinge heran. Yokoi geht wirklich anders an die Dinge heran. Er entwickelt neue Produkte, die mit den altbewährten Technologien laufen. So kann Nintendo neue Ideen zu erschwinglichen Preisen verkaufen. Eine Philosophie, die ihnen eine Schlüsselrolle im Spielebusiness einbringt. Doch das alleine reicht nicht. In den späten 70ern und frühen 80ern explodierte der Spielemarkt. Es gab eine Flut von Konsolenherstellern und Spielen. Jedes tolle Arcade-Spiel ist plötzlich preiswert und kann zu Hause gespielt werden. Die Produktion der Spiele wird immer günstiger und der Markt wird mit Billigware überschwemmt. Es herrschte totale Verwirrung bei den Kunden. Keiner wusste, welches die beste Konsole, welches das beste Spiel ist. Deswegen hat keiner teure Konsolen oder Spiele gekauft. Im Sommer 83 macht die amerikanische Firma Atari massive Verluste. Bis dahin führen sie mit einem Marktanteil von 80%. Die Verkaufszahlen sinken so tief wie nie. Am Ende verscharrt Atari die ausrangierten Spiele und Konsolen auf New Mexicos Mülldeponien. Sie sind schlichtweg Schrott. Aber warum in aller Welt wählt Nintendo ausgerechnet diesen Moment, um in die Videospielindustrie einzusteigen? Der Atari-Schock veränderte den gesamten amerikanischen Markt. Aber in Japan gab es noch gar keinen Markt für Videogames. NES war eine Art Spielzeug. Nintendo hat die Chance erkannt.
Sie distanzieren sich vom umkämpften japanischen Spielemarkt und verkaufen ihre Produkte in den USA als Unterhaltungsgeräte. Was in Japan als Familiencomputer bezeichnet wurde, lief in den USA unter dem Namen NES, Nintendo Entertainment System. Aus der Spielekonsole wurde eine Spaßmaschine mit Zubehör. Und die Strategie geht auf. Innerhalb von 2 Jahren ist Nintendo weltweit Marktführer von Spielekonsolen. Nintendo hat nie die Konkurrenz imitiert. Sie waren originell und erschufen etwas, was es auf dem Markt noch nicht gab. Nintendo hat den Markt diszipliniert. Sie limitierten ihre Spieleproduktion und achteten strikt auf Qualität. Die Leute wussten, wenn sie Nintendo kaufen, kriegen sie viele hochwertige Spiele. Mit mehr als 60 Millionen verkauften NES-Konsolen ist Nintendo in den 80ern der unangefochtene Marktführer. Sie sind ihrem Rivalen Sega haushoch überlegen. 1988 holt Super Mario Bros. 3, Nintendos Superhit, weltweit satte 500 Millionen Dollar ein. Kein einziges Videospiel hat sich jemals so schnell verkauft. In Japan war Super Mario ein Verkaufsschlager. Und weil es sich in den USA genauso gut verkaufte, erholte sich der amerikanische Spielemarkt. Nintendo ist der King in der 8-Bit-Welt. Aber ein japanischer Rivale kratzt an ihrem Erfolg. Hey! You still don't have a Sega CD? What are you waiting for, Nintendo to make one? Mitte der 80er ist Nintendo noch führend in der Gaming World. Aber gegen Ende der 80er kündigte Sega sein Mega Drive an. Sie peilten eine andere Zielgruppe an, ältere Kinder im Teenageralter. Das wurde zur ernsten Bedrohung für Nintendo. Roberto Dillon hat den Konkurrenzkampf zwischen Nintendo und Sega analysiert. 16-Bit Arcade Graphics. Im Fernsehen wurde damals extrem aggressive Werbung ausgestrahlt. Sie haben die Leistung des Mega Drive direkt mit dem Nintendo NES verglichen. Nintendos Spielekonsole sieht plötzlich alt aus. Sie ist der 16-Bit Sega Genesis technisch unterlegen. Die aggressive Marketingstrategie des Konkurrenten erledigt den Rest. Nintendos Marktanteil sinkt von 90% auf 35%. James Barnard ist Spieleentwickler. Er ist mit den beiden Systemen aufgewachsen. Es war spannend, von England aus zu beobachten, wie der Kampf ausgeht. Die coolen Kids wollten Mega Drive, das war hip und es gab Sonic the Hedgehog. Außerdem rockte die heiße Werbung mit coolen Kids, mit Baseballkappen. Super Nintendo war altbacken und Mario langsam und öde. Segas Kampagne lässt die beliebte Nintendo-Konsole überholt und kindisch aussehen. Trotzdem spielt James gerne damit. Das Spiel, das ich am meisten gespielt habe, war Mario Kart. Ich glaube, heute gibt es in dieser Industrie eindeutige Gewinner und Verlierer. Damals fühlte es sich eher an wie ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nintendo holt sich mit Super Nintendo ein paar Marktanteile zurück. Doch neue Mitbewerber drängen auf den Markt. Die Spiele wurden immer innovativer. Jetzt gab es bessere Grafiken und komplexere Spielmechaniken. Trotzdem blieb Gaming ein Nischenmarkt.
Es kommt also auf Nintendos nächsten Schritt an. Der Elektronikgigant Sony hat Riesenerfolg mit seinem tragbaren Kassettenrekorder, dem Walkman. Daraufhin nehmen sie mit der PlayStation Nintendos Stammkunden ins Visier. Sega folgt ihrem Beispiel mit der 32-Bit Sega Saturn. Nintendo muss handeln. Nintendo änderte die Strategie. Anstatt auf Ästhetik der Konsole und grafische Qualität, setzten sie auf mehr Spielspaß. Sie gingen das Risiko ein und brachten ein brandneues Produkt heraus. Das gewohnte Kassettensystem behalten sie bei. Und sie ergänzen es mit einer genialen Idee. Virtual Boy presents more challenges inside the third dimension. Mario's Tennis, Tunnel Boxer, Little Arm, Galactic Pinball. Virtual Boy, a 3D game for a 3D world. Wanna play? Nintendo erfindet den Virtual Boy. Weltweit die erste virtuelle Reality-Game-Konsole. Lutfi sammelt Vintage-Games. Ich habe ein paar Sammlungen dieser Panorama-Handheld-Games. Ich finde sie einzigartig und ganz besonders. Lutfi besitzt den vermutlich einzigen funktionierenden Virtual Boy in Singapur. Er hat ihn mitgebracht ins PlayNation. Auch andere Gamer dürfen in dem Spielecafé einmal mit der Retro-Maschine spielen. Das ist schräg. Gewöhnungsbedürftig. Ich treffe keinen einzigen Ball. Total einfach. Alles wiederholt sich dauernd. Die Grafik ist schlecht und die Funktionen limitiert. Meine Augen schwitzen schon, das Ding wird echt heiß. Ähnliche Erfahrungen machen auch die Spieler Mitte der 90er bei seiner Einführung. Der Virtual Boy kommt nicht gut an. Er floppt. Sowohl auf dem japanischen als auch auf dem amerikanischen Markt. Es war ein klobiges Gerät, die Spiele waren primitiv und nur in Schwarz und Rot. Das hatte absolut nichts zu tun mit den Virtual Reality Headsets, die man heute hat. Also, das war eine pfiffige Idee, aber sie scheiterte kläglich. Nintendos Kurzausflug in die virtuelle Realität ist ein Fehlschlag. Falsches Produkt zur falschen Zeit. Virtual Boy machte die Leute seekrank. Ich glaube, sie haben den Kunden ein technisch minderwertiges Produkt vorgesetzt, in der Hoffnung, dass die Neuartigkeit den Verkauf pusht. Aber kein noch so gutes Marketing täuscht über ein technisch minderwertiges Produkt hinweg. Der Virtual Boy wird verrissen von Spielern und Kritikern. Er ist schnell als die schlechteste Konsole aller Zeiten verschrien. Eines der Probleme war, dass die Grafik viel zu simpel war. Und der Virtual Boy kam ein Jahr nach der PlayStation heraus. Die Leute erwarteten 3D, ähnlich wie Ridge Racer. Niemand wollte einen Game Boy mit einer Perspektive in schreiend roter Optik. Der Virtual Boy ist Nintendos größter Geschäftsverlust. 18 Monate nach Verkaufsstart ist er vom Markt verschwunden. Wenn man es im Laden sah, konnte niemand sich vorstellen, wie es ist, das Spiel zu spielen. Käufer fühlen sich nicht angesprochen von etwas, von dem es kein Bild oder ein Video gibt. Es kostet erstmal viel Geld, sie dazu zu bringen, es auszuprobieren. Nintendos legendärer Designer Yokoi ist der Kopf hinter dem Virtual Boy. Viele seiner Ideen sind in den 70ern und 80ern weltweite Hits. Aber der Virtual Boy ist einer seiner größten Misserfolge. 1997, 2 Jahre nach dem Start des Virtual Boy, stirbt Yokoi bei einem Autounfall. Der Verlust ihres kreativen Kopfes trifft die Firma hart. Hinzu kommen noch Probleme ganz anderer Art. Es gab keine Kultur des Zuhörens, wenn die Jungen ihre Meinung sagen wollten.
Es war eben eine sehr alte, sehr traditionelle Firma. Andere Game Companies in Tokio gestatteten ihren Angestellten, trendige Klamotten zu tragen. Aber Nintendo in Kyoto war nicht so. Es war eher wie eine kleine Fabrik. Sony und Microsoft, die ein paar Jahre später den Markt eroberten, sahen dagegen cool aus. Ich glaubte damals, es wäre schwierig, gegen sie anzutreten und sich mit ihnen zu messen. Immer mehr Spieler gehen zur Konkurrenz. Das Team von Nintendo ist an seine Grenzen gestoßen. Wir mussten ständig neue Spiele herausbringen. Das hat das Team erschöpft. Ich jonglierte mit mehreren Projekten gleichzeitig, bis ich ein Spiel fertig machen konnte. Ich wurde getadelt, wenn das Projekt nicht vorankam. Wir verloren Leute, weil alle an vielen Projekten zugleich arbeiten mussten. Und wir bekamen keine guten Rückmeldungen von den Usern. Das hat die Spielemacher frustriert und das wiederum hat unsere Hardcore-Fans beunruhigt. Diese Misere dauerte von 2001 bis 2003. Hiroshi Yamauchi ist 53 Jahre lang Präsident von Nintendo. Er trennt die Teams von Forschung und Entwicklung, um den Wettstreit zu fördern. Seine Strategie führt zum Erfolg von NES und zu Hits wie Super Mario, Donkey Kong und Legend of Zelda. Doch sein Führungsstil passt nicht zur modernen Arbeitswelt. Es gab immer mehr Softwareentwickler und die Industrie wurde immer aufwendiger. Die Verkaufsstrategien und auch die Spieletechnologie mussten sich ständig verbessern. Mit einem diktatorischen Top-Down-Management konnten wir nicht mehr auf dem Markt bestehen. Sony und Microsoft sind jetzt führend in Sachen Innovation. Das beweisen sie mit jeder neuen Konsolengeneration. Nintendo war mit Firmen konfrontiert, die genug Geld und technisches Know-how hatten, um Produkte zu entwickeln, die mindestens so gut oder sogar besser waren als die von Nintendo. Nintendo verliert den Anschluss. Die Rivalen sind auf der Überholspur. In den frühen 2000ern ist es nicht einfach für Nintendo. Langzeitrivale Sega löst einen Konsolenkrieg aus. Und sie können mit den technischen Neuerungen nicht mehr mithalten. Den Markt dominiert Sonys PlayStation. Zum ersten Mal fällt Nintendo hinter den jährlichen Verkaufszahlen von Sony und Microsoft zurück. This is PlayStation 3. Die neue Generation der Videospiele ist da, mit spektakulärer Technik. Von den Harddrives über Blu-ray und DVD-Playern bis hin zu Multiplayer-Spielen. Aber Nintendo hat noch ein Ass im Ärmel. Es gab noch eine Chance für Nintendo. Sie schlugen zurück mit einer Hardware, die weniger Power hatte als die Sony PlayStation 3, die aber die Gamer auf ganz andere Art fesselte. Nach all den Misserfolgen sind die Designer unter gewaltigem Druck. Die neue Konsole Wii muss ein Erfolg werden. Unter Leitung von Shigeru Miyamoto, einem engen Mitarbeiter Yokois, spielt Nintendos Kreativteam auf Risiko. Statt neue Technologie und Hardware zu entwickeln, erforschen sie 4 Jahre lang das interaktive Spiel. Und 2005 auf der Electronic Entertainment Expo, der E3, präsentiert Nintendo dem Fachpublikum seine neueste Konsole. Dies ist der Prototyp einer Nintendo-Revolution. Revolutionär auch, weil es die kleinste Konsole ist, die wir je hatten. Ein Prototyp der Wii. Codename Revolution. Alle Funktionen werden 2005 vorgeführt.
Allerdings fehlt eine entscheidende Information. Wir veröffentlichten nur die Konsole. Das Geheimnis blieb der Controller. Denn zu dieser Zeit waren wir immer noch dabei, ihn zu entwickeln. Der Druck des Marktes bringt Nintendo dazu, etwas zu präsentieren, was noch nicht wirklich ausgereift ist. Direkt nach dieser Konferenz erfanden wir diesen Controller, der mit einer Hand frei bewegt wird. Allerdings hielten wir vorerst alles geheim und entwickelten weiter, bis wir ihn endlich wirklich hatten, den Einhand-Controller. Welcome to the next leap in gaming, where playing is no longer just about looks. It's about the feel. Ich glaube, das war eine ziemlich gute Idee. 2006 ist Nintendo wieder im Spiel und die Kunden sind begeistert. Die Wii war eine bahnbrechende Innovation, die ihr Ziel erreichte. Es wurden völlig neuartige Erlebnisse vermittelt. Man interagierte plötzlich mit dem Fernseher. Und da die Bildschirme immer größer wurden, war das ideal zum Spielen. Die Wii wurde ein Erfolg, weil man ganz neue Spielereien hatte, Sportspiele oder andere Actionspiele, die man vorher auch spielen konnte, allerdings ohne sich dabei zu bewegen. Es geht nicht nur darum, Couch-Potatoes vom Sofa zu holen. Die ganze Familie soll spielen und es funktioniert. Wenn alles, was du willst, die nächste Generation ist, liegst du falsch. Was Nintendo dir bietet, ist nicht bloß Weiterentwicklung. Es ist schlichtweg absolut neu. Mit der Wii ist Nintendo zu seiner Kernphilosophie zurückgekehrt. Man konnte damit die ganze Familie erreichen. In der Werbung haben wir Szenen von Familien mit dem Controller gezeigt. Nintendo betonte das immer wieder. Die Wii ist ein Spiel, das alle zusammen spielen können. Nintendo kehrt zu Yokois Erbe zurück. Unter der Leitung von Shigeru Miyamoto verkaufen sie wieder Spielespaß statt neuester Technologie. Sie konkurrieren nicht mit Sony und Microsoft, sondern gehen ihren eigenen Weg. Das zahlt sich aus. Einer der erfolgreichsten Faktoren von Wii ist, dass es auf einer ganz einfachen Technologie aufbaut. Auf dem japanischen Markt waren es die Hausfrauen, die das Spiel liebten. Die Mütter spielen und die Kinder spielen. Eine völlig neue Erfahrung, ganz unabhängig von der Technologie. Obwohl sie von den Hardcore-Gamern heftig kritisiert werden wegen der einfachen Grafik, wird Nintendos Wii ein Kassenhit. Es ist die einzige Konsole für den Familienmarkt und Nintendos Erfolg beispiellos. In weniger als 6 Jahren werden mehr als 100 Millionen Geräte verkauft. We would like to play. Das ist die Finanzspritze, die Nintendo gebraucht hat. Wii ist die innovative Plattform. Leute, die ihren geliebten Super Mario und Donkey Kong spielen wollen, können jetzt sogar die Bewegungen aktiv steuern. Mit der Motion Control hat Nintendo neue Standards gesetzt. Jeder wedelte mit dem Controller herum und alle versuchten, das zu kopieren. Wii revolutioniert die Industrie. Microsoft und Sony brauchen fast 5 Jahre, um mit einem ähnlichen Produkt Nintendo Konkurrenz zu machen. Mit Erfolg. Der Marktanteil von Nintendo beginnt zu sinken. Daran ändert auch ihr neues Tablet, das Wii U, nichts.
Die Wii U war leider keine gelungene Plattform. Die Technologie raste so voran, dass die Tablets immer mehr Power hatten, multifunktional wurden und Spiele allein spielen konnten. Und Nintendo wurde abgehängt. Wieder eine Bauchlandung. Werden Sie sich davon noch einmal erholen? GameStart Asia, die größte Messe für Videospiele in Asien. Jährlich strömen mehr als 17.000 Spielefanatiker nach Singapur. Und alle sind nur an einem interessiert: Online-Gaming. Der globale Gaming-Markt ist heute mehr als 100 Milliarden Dollar wert. Und fast die Hälfte des Umsatzes kommt aus Asien. Alicia Lee, Gründerin von GameStart, spielt seit ihrer Kindheit. Sie kennt alle Entwicklungen der Spieleindustrie. Also früher hieß es immer, daddel nicht rum, geh raus oder lern was. Aber heute gehen die Eltern mit den Kids zu solchen Messen. Jeder hat heute kapiert, dass Gaming kein blödes Hobby ist. Es ist ein Hobby wie jedes andere, oder? Du liebst es, du kannst es mit deinen Freunden tun und sogar mit deiner Familie. Spielen ist absolut gesellig, vor allem jetzt, wo es Multiplayer-Spiele gibt. Also statt draußen rumzulungern und bei McDonald's abzuhängen, spiel doch ein Overwatch-Match und tausch dich mit anderen aus. Vivian Chen weiß, wieso Videospiele so beliebt sind. Warum Spieler Spiele mögen, hängt größtenteils von ihrer Motivation ab. Beim Gaming erleben sie Neues, machen fremdartige Lebenserfahrungen, die sie aus dem Alltagstrott entführen. Es ist der Unterhaltungswert. Und ein weiterer Grund, die Leute spielen, weil alle es tun. Mein Bruder tut es, mein bester Freund tut es. Spielen ist eine gesellige Aktivität. Die Spieler von heute sind anspruchsvoll. Marken wie Nintendo können nicht mehr auf loyale Fans bauen, wenn ein Spiel nicht so gut ist. Die Vielfalt der Spieler heutzutage ist unglaublich. Die Leute entwickeln auch ihren eigenen Geschmack. Die wissen genau, was sie wollen. Um ihren technischen Entwicklungen treu zu bleiben, ist Nintendos Strategie, hohe Qualitätsstandards anzubieten, auch bei den klassischen Kultfiguren wie Super Mario. Und sie erschaffen in ihren Spielen aufwendige, spannende Welten. Damit haben sie sich eine Marktnische erschlossen. Es ist ganz einfach. Du kannst mal eben Super Mario spielen, brauchst nur 10 Minuten am Tag. Einfach ist gut. Die Leute merken sich das. Mario, ihre älteste Kultfigur, ebnet Nintendo wieder den Weg an die Spitze. Ihn und andere Charaktere nimmt Nintendo mit ins mobile Zeitalter. Von den wahnsinnig beliebten Angry Birds bis zu Arcade-Spielen für unterwegs, alle sind so simpel und lustig wie die Mario-Serien. Aber kein einziges Mobilspiel ist je so erfolgreich wie Pokémon Go. Weltweit 200 Millionen Dollar bringt Pokémon Go innerhalb des ersten Monats nach seiner Einführung ein. Es wird zum Riesengewinn. Die Aktienkurse von Nintendo klettern um 13% nach oben. Sein Börsenwert steigt auf mehr als 30 Milliarden Dollar. Mehr als 20 Millionen tägliche User allein in den USA. Doch irgendwann flaut das Pokémon-Fieber ab. Und es geht wieder abwärts. Mobilität bedeutet heute alles. Jeder will ständig alles bei sich haben. Die Leute wollen Spaß haben, wo immer sie sind und wann immer sie wollen. Ich kann auf dem Handy spielen, auf einem riesigen Flatscreen, im Auto und im Flugzeug. Und Multiplay ist echt ein brillanter Aspekt. Nintendo will nicht mehr allein auf Pokémon Go bauen. Es schließt sich mit einer der erfolgreichsten Firmen der Welt zusammen. Mario bekommt ein neues Zuhause im Apple App Store.
Hi, I'm Shigeru Miyamoto. This is the new Super Mario. Super Mario Run. これ片手で遊べるので、こっちの手で電車の途中間に捕まったり、ハンバーガーを食べながらでも遊べますよ。Mit Kultfiguren wie Donkey Kong, Zelda, Pokémon und Mario besitzt Nintendo eine wahre Quelle an geistigem Eigentum, aus der sie heute noch für die jungen Spieler schöpfen. Ich denke, Nintendo fährt die richtige Strategie, indem sie ihre Figuren so populär machen. Es gab eine Zeit in Amerika, da kannten mehr Leute Mario als Mickey Mouse. Genau da wollen sie hin. Mit Pokémon haben sie das schon geschafft und den gigantischsten Spieleerfolg aller Zeiten hinbekommen. Ich bin sicher, sie wollen dasselbe mit Mario schaffen, dass Mario zurückkehrt ins Massengeschäft. Sie wollen mit Disney konkurrieren, nicht mit Sony. Sie wollen ihre Figuren so berühmt machen, dass jeder ihre Produkte kaufen will. Seit seinem Start im Apple App Store im Dezember 2016 ist Super Mario Run das Top-Download-Spiel in den USA, England, Frankreich und Australien. Interessant, wie Nintendo schon wieder die Strategie ändert, um ein Comeback zu erleben. Da war dieser Riesenerfolg von Pokémon Go. Und dann kam Super Mario Run auf iOS heraus. Es ist spannend, wie die Mobilgemeinde reagiert. Das ist die wichtigste Computerfigur, die Nintendo besitzt, und das könnte ein Mordserfolg werden. Zurück zur GameStar Asia, ein Spieleentwickler. Ich habe das Gefühl, da ist noch mehr drin mit den Charakteren von Nintendo. Wäre gut, es rauszuhauen, damit die Kids auch mal die alten Spiele spielen. Die Millennials kennen nicht so viele Nintendo-Games. Mit einem brandneuen Gerät zieht Nintendo wieder in die Konsolenschlacht, dem Nintendo Switch. 2017 ist ein ziemlich wichtiges Jahr für Nintendo. Mit dem Start der Nintendo Switch wollen sie die Schicksalsschläge der Wii U wieder auffangen. Diese absolut innovative Konsole ist ein Hybrid zwischen einem Handheld und einer Heimkonsole. Und statt mit hochmoderner Technologie zu punkten, setzen sie wieder auf ein Gerät, das die ganze Bandbreite ihrer Kultspiele bietet. Switch eröffnet eine völlig andere physische Erfahrung. Ich kann es zu einer Party mitnehmen und mit anderen teilen. Es sprengt die Grenze, bei der ich nur allein mit meiner Konsole spielen kann. Scheinbar hat Nintendo mit der Switch schon wieder das Rad neu erfunden. Jetzt für die Millennials. In Bezug auf Switch finde ich es nicht fair, Nintendo mit Sony und Microsoft zu vergleichen. Nintendo macht alles ganz anders, völlig individuell. Und eines finde ich einmalig, dass sie nicht versuchen, die Leute mit Flatscreens anzupeilen. Junge Leute haben gar keinen Fernseher mehr. Die schauen sich Filme auf dem Laptop an. Warum sollten die sich TV-Geräte aufstellen? Das Tolle an Switch ist, dass du keinen Fernseher brauchst. Da hat Nintendo eine Nische gefunden, die Sony und Microsoft übersehen haben. Doch eine neuartige Konsole allein reicht nicht, um den Markt zu beherrschen. Die Gamer sind heute extrem wählerisch. Und alles andere als treu. Das müssen sie ja auch nicht sein, denn Spiele kosten ja nichts. Vielleicht $1 oder $5 bei diesen In-Game-Apps. Viele sind sogar Freeware. Alles läuft mit demselben System. Der Kunde hat eine riesen Auswahl. Das ist der pure Wettbewerb. Anders als dieser Krieg der Giganten, als Nintendo nur zwei Rivalen hatte. Heute sinken die Gewinne gnadenlos, sogar für Spiele-Hits. Die Leute kaufen nur, was sie wirklich wollen. Nintendo hat gelernt, den Konkurrenten immer mehrere Schritte voraus zu sein. Sie suchen ständig nach Neuem. Auch auf dem Feld der Virtual und Augmented Reality. Der Misserfolg des Virtual Boy hat gezeigt, welche Herausforderungen der Verkauf einer Konsole ist,
die man erst selbst ausprobieren muss. Noch ist Virtual Reality extrem teuer. Aber wie jede Technologie wird auch sie irgendwann erschwinglich sein. 2016 ist ein bahnbrechender Moment für VR. Von nun an kann jeder Virtual Reality im eigenen Heim genießen. Der nächste Schritt für Spieler und Entwickler muss High Fidelity VR sein. Dafür müssen allerdings noch einige Dinge verbessert werden, wie Desorientierung der User, Ermüdung und Schwindelgefühl. VR ist immer noch ein ziemliches Fragezeichen. Aber heute ist die Technologie viel billiger. Und die braucht es, um dieses Schwindelgefühl zu reduzieren und die Möglichkeiten zu verbessern, VR überall zu spielen. Wäre zum Beispiel mein Fernseher VR-fähig, würde das wahrscheinlich zur Beliebtheit beitragen. So wie das mobile Spielen populär wurde, weil man alles auf dem Handy spielen konnte. Wenn Virtual und Augmented Reality erstmal in unser tägliches Leben integriert sind, gehen sie ab wie Raketen. Neben der virtuellen Realität entwickelt Nintendo weitere Ideen, um ihr Geschäft zu erweitern. Wie zum Beispiel Erlebnisparks. Darüber verhandelt Nintendo mit Universal Studios. Ich denke, das könnte funktionieren, weil Fantasy und Rollenspiele Teil der japanischen Kultur sind. Die Japaner lieben es, Fantasy-Welten mit der realen Welt zu vermischen, wie bei Cosplay und Mario Kart-Bahnen. Wenn man sieht, mit welchem Spaß Einheimische und Touristen sich verkleiden und bei Mario Kart-Rennen durch Tokio brettern, könnte Nintendos Zukunft tatsächlich darin liegen, seine Kultfiguren zu vermarkten. Es wird spekuliert, dass Nintendo Lizenzen der heißgeliebten Helden an die Filmindustrie verkauft. Das sollte das Ziel sein. Da sollte Nintendo hin. Und vielleicht ein paar der Geräte neu beleben, für die ihre Kultfiguren entwickelt wurden. Wird Nintendo ihre Ikonen vermarkten? Oder werden sie den neuen Trends widerstehen und sich weiter auf die Qualität der Konsolen konzentrieren? Ich glaube, die Firma hat immer noch ein sehr gutes Potenzial in der Gaming-Industrie. Sie haben einen kulturellen Background, sie haben einen guten Namen und nicht zuletzt sind sie einfach gut darin, eigene Technologien zu entwickeln. Auf jeden Fall ist Nintendo eine so große Firma, die kann nicht einfach untergehen. Selbst wenn es ein paar umsatzschwache Jahre und Finanzverluste gibt, haben die immer noch genügend Ressourcen, um dem Sturm zu trotzen und in ein paar Jahren wieder aufzustehen.